Moin, moin und willkommen zurück. 7 Days to Die. Alpha 2, in der Version befinden wir uns. Wir haben uns hier ein kleines Loch gebaut, mitten in der Wüste. Und jetzt ist natürlich die Frage, wohin des Weges? Junger Wanderer. Ich weiß es, ehrlich gesagt, nicht wirklich. Deswegen werden wir uns jetzt erstmal hier so einen langen Weg nach Richtung Freiheit buddeln. Ich bin mir nicht sicher, ob das so das Klügste ist, was ich jetzt gerade tue. Weil ich mir gerade extra diesen Turm gebaut habe, damit die Zombies mich nicht bedrängen. Und anscheinend tun sie das ja auch nicht. Ich könnte mir also hier wunderbar eine schöne Basis aufbauen. Das Problem ist nur, ich komme nicht wieder raus. Denn ich habe nicht genug Leiterfragmente. Und auch nicht genug Sachen, wo ich mir Leiter mit draus basteln kann. Und dementsprechend habe ich ein kleines Problem. So, und wir buddeln hier nochmal eben rein. Und bauen dann eine kleine Fackel rein. Sehr schön. Mir wieder ein bisschen Sicht. Und deswegen müssen wir irgendwie am besten kurz Holz holen und dann wieder hier rein und das Ganze mit Leitern ausfüllen, dann können wir hier immer wieder reinkommen. Das scheint ganz gut zu funktionieren. Ich weiß nicht, wie das mit den Kletterzombies ist, ob die da irgendwie clever genug sind, da reinzukrabbeln. Wenn immer ein Zombie hinter mir ist, dann weiß ich die Antwort darauf. Ich wurde niemals da oben. Ich glaube, das ist so eine Regel aus Minecraft. Ist mir egal. Auch sehr schön. Wir krabbeln hier weiter. Ich weiß nicht, ob man aus Sandstone basteln kann. Das gucken wir gleich mal nach. Ob da was mit geht. Das sieht momentan aber ganz gut aus. Die Zombies rasten natürlich ziemlich noch aus. Es ist doch mitten in der Nacht. Das ist nicht so gut. So, wir warten kurz, bis wir uns ein bisschen regeneriert haben. Denn ich will diese Shovel nicht unnötig verschwenden. Da war irgendwas, als wäre der Metall oder so. Komisch. Ah, da ist wieder ein Hase gestorben. Sehr schön, jetzt sehe ich wieder was. Habe ich denn... Ich muss noch mal kurz gucken, ob ich genug zu essen, zu trinken habe. Ich habe noch 2 Eier und ich habe noch 8 Gläser. Oh, doch nicht. 13. Von daher, das sollte soweit ein Quee sein. Und weiter geht's. Munter ans Werk, Mr. Freeman. Munter ans Werk. Wer dieses Zitat nicht kennt, sollte Half-Life 2 spielen. Ein sehr, sehr gutes Spiel, liebe Freunde. Okay, das sieht soweit ganz gut aus. Ich sehe hier aber so komische Grafikglitches, die aussehen wie so Metallplatten oder sowas. So, wir haben es 3 Uhr nachts und ich will jetzt mal gucken, was man aus diesen komischen Sandstones basteln kann. Jetzt interessiert es mich ja doch. Nichts? So? Gar nichts? Wie langweilig? Das ist komisch. Dann halt nicht, liebe Freunde. Dann halt nicht. Coal Ore kann man noch umwandeln. Dann haben wir ein bisschen mehr Platz. Glass Jar. Mit dem konnte man auch irgendwas machen. Jar of Honey. Ich weiß nicht, wofür der ist. Ob man damit irgendwie sich Nahrung zuflößen kann. Das würde ich jetzt aber spontan mal behaupten. Kurz hier ein bisschen Ordnung reingebracht. Das Ei da noch hin. Munition nach hier unten. Nach hier unten. Oh Gott, die Geräusche. Die Musik macht es natürlich nicht besser. Kein Stück. Ich weiß, dass man richtigen Sand. Den kann man noch für irgendwas gebrauchen. Wo ist überhaupt Sand? Ich wollte doch eigentlich in die richtige Wüste. Nicht Sandstones, sondern Sand haben. Naja, mal gucken. Okay, jetzt klingen die zumindest so relativ nah schon. Das gefällt mir nicht so ganz. Ich gehe mal zurück. Aber hier höre ich sie ja auch, oder? Also hier kann ich jetzt... Ich kann doch zumindest schon mal so viel Leitern bauen, wie ich bauen kann. Sticks... Ja, okay, das geht nicht. Und dann nehmen wir... Ladders. Und zwar so viel, wie wir können. Das sind 15. Wir gucken mal, ob wir die Leitern schlau...
Das hört sich nicht gut an. Guck mal, ob wir die Leitern irgendwie schlau bauen können, dass wir hier da irgendwie quasi rankommen. Ich guck mal kurz. Nee, das geht nicht. Das funktioniert. Okay. Okay, da muss ich so ranspringen. Das funktioniert. Sehr schön. Das funktioniert also nicht. Also man kann. Kann man einen überspringen? Nee, kann man wohl nicht. Ja, da habe ich die Fackel dran gebaut. Ich bin ja ein ganz kluger Kerl. Hier kann ich ein bisschen durchglitschen. Sehr schön. Oh Gott, das war knapp. Sehr schön. Komme ich jetzt hier weiter? Ja, komme ich. Sehr gut. Jetzt habe ich keine Leiter mehr. Also bis hierhin komme ich. Und weiter geht's nicht. Jetzt bin ich hier so ungefähr auf Ground Level. Bisschen höher vielleicht. Ja, gehen wir mal wieder runter. Und dann bin ich unten in meinem Kabuff. Also hier bin ich ja schon sehr weit unten. Ich glaube hier nicht, dass ich hier irgendwie Besuch kriege von Zombies. Die müssen doch bald ihre Ruhe geben wieder. Von daher, ich buddel mich einfach weiter. Ein Zombie. Spider-Zombie ist gestorben. Ist auch immer gut. Okay, weiter geht's. Wir buddeln uns lustig weiter nach oben. Ansonsten können wir uns hier und sehr schön so nachher so eine Festung bauen. Das würde mir doch sehr gefallen. Hier sehe ich zwar nichts mehr. Das hört sich sehr nah an. Zur Not habe ich Stones, wo ich mit alles zubauen kann. Ja, haut euch so schön selbst kaputt. Das finde ich in Ordnung. Ich baue hier mal so schräg hoch. Oh, da oben sehe ich schon ganz viel durchgeglitscht. Ich kann so weit damit bauen. Das ist ja schön zu wissen. Das ist doch gar nicht mal so schlecht. Einen Block habe ich wohl gerade voll gemacht. Da sind schon Risse drin. Und eine Fackel auf jeden Fall mal nochmal eben kurz. Torch. Sehr schön. Den Block mal hier weggenommen. Den mitgenommen. Und hier eine Fackel reingesetzt. Dann kann ich hier wieder was sehen. Muss ich das jetzt beunruhigen? Ich buddel mal einfach da oben weiter. Sehr schön. Zombies klingen einfach verdammt nah. Das wundert mich echt. So, hier nochmal eine Fackel reingebaut. Ansonsten sehe ich hier doch wieder nichts. Schaufel nimmt zu langsam. Oh, da wurde eine. Jetzt klingen sie aber relativ nah. Und da oben kommen sie. Oh shit. So, was am besten? Wenn ich das hier schön zubauen kann. Nicht lieber die Steine. Besser ist es. Die kommen da nicht durch, oder? Können sie also hier jetzt ganz in Ruhe besiegen? Ja, besiegen. Töten! Wir sind hier nicht bei Naruto deutsche Version. Oh! Okay, jetzt kriege ich Probleme. So.
Schön hier wieder mein Kapwurf. Ich werde dir auf jeden Fall das Ganze hier zubauen. Gott, das hätte ich mir irgendwie angenehmer vorgestellt. Gut, andere Taktik. Hochgesprungen. Hochgesprungen. Sehr schön. Komm ich da rein? Nein, komme ich nicht. Sehr schön, jetzt bin ich hier drin. Den Stein mal mitnehmen und jetzt buddeln wir uns hier einfach raus. Ganz einfache Sache. Bauen wir uns hier so einen Zweiteingang. Obwohl der erste Eingang schon nicht funktioniert hat. Sehr schön. Oh, herrlich. Ja, ich finde gut, dass sie die guten alten Zeiten weggemacht haben, dass man mit der Schrotflinte alles wegschießen konnte, auch den Boden. Was überhaupt keinen Sinn macht. Spider-Zombie ist gestorben. Das ist schon mal sehr gut. Die kann ich nämlich gar nicht leiden. So, hier mache ich wieder so ein Ding rein, damit ich hier wieder meine Torches bauen kann. Jetzt habe ich gerade meine Steine weggeschworfen. Die sind auch sehr wichtig. Darf ich auch nicht wegschmeißen. Kann ich mich irgendwie durchglitschen und mal gucken, wo ich bin? Ja, kann ich. Okay, wir sind hier fast draußen. Sehr schön. Einfach weiter buddeln. Weitermachen. Wir haben noch 64 Mal buddeln. Das heißt, genau die Hälfte davon, 32, können wir an Blöcken weghauen. Das müsste reichen. Und die Zombies müssten langsam sein mittlerweile, auf jeden Fall. So, einmal kurz warten, bis sich die Ausdauer wieder erholt hat. Dann buddeln wir wieder effizienter. Ah, mehr geht nicht, weil ich kein Wasser habe. Kein Wasser getrunken habe, meine ich. So, wir werden noch einmal kurz was essen. Ich habe doch irgendwo noch die Eier, genau. Kann man die noch zu irgendwas... Probier es jetzt nicht aus. Das war nicht so effektiv. Jar of Honey, mal gucken, was der bringt. Oh, der bringt alles hoch. Kann ich irgendwie mir eine Bienenfarm machen? Eine Mutantenbienenfarm? Das wäre cool. Ah, da kommt doch was. Da war auch Sand. Da war eben Sand. Sehr schön. So. Da ist unser Turm. Hier sind wir jetzt. Und wir brauchen Bäume. Wir brauchen ganz viel Holz, damit wir ganz viel Leiter bauen können. Das machen wir als erstes. Rennen quasi. Und holen uns etwas Holz. Ja, die Stromflinte bringt mir gar nichts. Stromflinte-Munition meine ich. So, und hier gucken wir mal kurz, ob wir irgendwie... Ja, das können wir bestimmt machen, oder? Klonk, klonk. Und dann klonk, klonk. So fällt man Bäume. Geil! Richtig schön viel Holz geholt. Ist egal, ob das Burnt, Wood, Trunks, irgendwas sind. Hauptsache viel Holz. Der sieht auch sehr gut aus. Ah, verklickt. Ein bisschen vorsichtig muss man sein, ansonsten fliegt ihm das ganze Ding um die Ohren. Und dann kriegt man Schaden und stirbt eventuell noch. So wie in echt halt, wenn man einen Baum fällt, muss man auch mal vorsichtig sein. So, da ist sehr viel Holz. Ich weiß nicht, ob wir die Destroyed Stones überhaupt verwenden können. Haben wir irgendwo noch einen hohen Baum? Ja, da haben wir noch einen. Den nehmen wir nochmal mit. Und dann denke ich mal, sollten wir genug Holz haben, um uns leider bis zu oben zu unserem Turm bauen zu können. Vielleicht kann ich mir da noch irgendwie eine schöne Tür hinbauen mit Scrap Metal. Das wäre natürlich schön. Oh, wie schön viel Holz das ist. Und das ist aber auch noch alles hier drin gesammelt. Größtenteils. Sehr schön. Jetzt müssen wir dafür sorgen, dass wir irgendwie Essen kriegen.
Man kann Essen kriegen durch Tiere, die man tötet, durch Pflanzen, die man anbaut, sehr wichtig, und durch Sachen, die man findet. Dazu bieten sich ja immer Städte an. Und eine Stadt haben wir hier oben. Oder halt Gravestown, aber Gravestown bietet nicht viel, wenn man ehrlich ist. Sollte mir bei meinem Lager irgendwie sowas hinlegen, dass ich mich wieder da finde. So ein Schlafbag. Schlafbag. Schlafsack. Das wäre ganz gut. Ansonsten finde ich den gar nicht wieder auf der Karte. Oder ich merke mir das irgendwie auf der Karte. Ich guck mal kurz. Kann man sich das merken? Bei der Kreuzung und dann irgendwie hier. Kann ich mir nicht merken. Doch. Die Kreuzung hier unten bei Cortland und Apache. Da das Ding. Okay, das kriege ich hin. Aber wo laufen wir jetzt lang? Das ist die große Quizfrage. Laufen wir einmal direkt die Cortland komplett nach oben nach Deersville und holen uns da so viel Essen und Trinken, bis wir sterben quasi? Wäre eine Option. Ich muss auf jeden Fall noch irgendwie Kisten bauen. Das Geräusch gefällt mir überhaupt nicht. Wie machen wir es? Ich muss, darf nicht so lange überlegen. Wir laufen hoch und holen uns Essen und Trinken. Hab ich noch irgendwas zu essen jetzt gerade? Nein. Ich habe eine Menge anderes Zeugs, das ich irgendwie eigentlich am besten jetzt wegbringen muss. So, wo ist der Eingang? Das ist natürlich die Frage jetzt. Quizfrage Deluxe. Wo ist mein Eingang? Einmal rumgehen, einmal gucken. Da war der nicht. Ich kam hier irgendwo raus. Bin ich mir relativ sicher. Keine An. Aua! Gegen den Kaktus gelaufen. Wo kam ich raus? Wo kam ich raus? Jetzt habe ich einen anderen Ohrwurm. Oh Gott. Wo kam ich raus? Ich finde das echt nicht mehr. Ach du Scheiße. Gehen wir mal hoch und gucken mal von etwas erhöhter Position. Vielleicht finden wir da was. Das sieht doch eigentlich nach Eingang aus. Ja, sehr schön. So, gehen wir mal kurz da rein. Gehen da mal kurz runter. Wir können auch eigentlich die Leiter fertig bauen, aber wir gehen erstmal kurz runter. Und bauen uns hier unten erstmal eine Chest, wo wir unseren ganzen Müll hinpacken. Genau, so. Und da will ich eigentlich nicht weiter runter, wenn ich ganz, ganz ehrlich bin. Da baue ich hier mir kurz so einen Zwischengang rein. Und ich sollte mit Wasser meinen Fort auf. Oh, und da ist wieder ein Hase gestorben. Lass die armen Hasen in Ruhe. Okay, und mein Essensvorrat geht hier ziemlich zur Neige, wenn ich ehrlich bin. Ist das nicht gut? So, vielleicht reicht das schon, um hier mir Platz zu machen. So, aus Holz kann man das hier machen. Wood Planks. Chest. Chest. Brauche ich da wirklich die Plywoods für? Chest. Ich sehe es immer noch nicht. Was ist auch nicht sowas? Das ist irgendwie. Storage Chest. Sehr schön. Da brauche ich, glaube ich, einfach nur die Platten für, oder? Genau so. Sehr schön. Ausgewechselt. Hingebaut. Sehr schön. Empty Storage Chest. Da kann man unsere ganzen Sachen reinpacken. Die Rakete brauchen wir auf jeden Fall erstmal nicht. Genauso wenig, glaube ich, wie die Sniper Rifle. Dementsprechend die Magazine dafür. Pump Shotgun nicht. Die nicht. Die Taschenlampe brauchen wir, glaube ich, auch nicht. Und die leeren Gläser lasse ich erstmal. Destroyed Stone, glaube ich, noch nicht. Und die brauchen wir auch nicht. Da können wir uns mit heilen, das ist in Ordnung. Haben jetzt ungefähr auf jeden Fall so ein locker mal eine Reihe Platz. Ein bisschen mehr als eine Reihe. Kann ich nicht stapeln, schade. Papier. Okay, und wir sollten uns auf den Weg machen. Weil es schon wieder 13 Uhr ist. 13 Uhr ist nicht gut. Wir sollten uns Leiter bauen, nochmal eben ganz kurz. Leitern werden gebaut. Ich
will nicht komplett mein ganzes Holz aufbrauchen. So. So. Und jetzt kann ich Ladders bauen, ohne Ende. Sehr schön, das reicht mir erstmal. 30 sollten definitiv genug sein. Wir probieren das Ganze aus. Springen hier hoch. Lass uns hier hoch fliegen. Springen hier hoch und... gerade weggeglitscht. Nee, passt. Sehr schön. Und dann sind wir hier oben. Okay. Gehen wir jetzt wieder auf die mittlere Ebene. Das müsste ja da sein. Ungefähr hier. Geh da raus. Laufen mal ein bisschen, weil jetzt wird langsam unsere Nahrung doch knapp. Und wir müssen, glaube ich, eine Nacht in der Stadt überleben. Wir gucken mal eben kurz. Cortland ist die Straße, auf die wir gerade zulaufen. Ach, ich hab's wieder weggeschmissen, ne? So, sehr schön. Wir laden sie mal. Ich versuche einfach jetzt um mein Leben zu laufen und ganz schnell Essen zu holen. Oder haben wir irgendwo ein Tier, das wir mördern können? Hier bewegt sich auch nichts, ne? Rein gar nichts bewegt sich hier. Kann ich irgendwie den Kaktus irgendwie abhacken? Und der bringt mir dann irgendwas zu essen? Da ist doch, im Kaktus ist doch irgendwas drin, oder nicht? Da ist doch Yucca Fruit. Genau das meine ich doch, Yucca Fruits. Und die müssten doch auch irgendwie... Kann ich die einfach so essen? Ja, die bringen mir doch was. Zumindest ein bisschen. Ich überlebe dann zumindest wieder ein bisschen. Sehr schön. Ich werde nochmal hier noch einen Kaktus hier schnappen. Gott. Ich will nicht Gras abhauen, ich will dich abhauen. Jetzt treffe ich ihn. Yucca Fruits. Wo sind noch mehr? Yucca, 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 Yucca. Yucca, 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 Yucca. Wow! Warum bist du denn nicht kaputt gegangen? Egal. Ja, okay, mehr Yucca Fruits kriegen wir wohl nicht. Ich habe doch eben Yucca Fruits aufgehoben. Vielleicht kann ich daraus auch noch was machen. Oder wir machen es einfach so. Buddel, 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 Buddel. Sehr schön, da sind auch ganze Yucca Fruits dann drin. Sehr schön. So, wir bewegen uns weiter auf der Cortland. Die gute Cortland. Da hinten kommt schon erst Gebäude. Vielleicht kann ich da ja schon zumindest minimal was kriegen. Oh, lauf nicht gegen Kakteen, mein lieber Freund. So, vielleicht finde ich zumindest ein bisschen was in dem Haus. Da oben ist ein Zombie. Gleich weggeballert. Nicht getroffen. Ah, doch, ich habe ihn getroffen, aber nicht getötet. So, das wollte ich zumindest eben aufbauen, das Magazin. Jetzt will ich wieder zur Pistole wechseln. Denn ein bisschen ist mir das zu wertvoll. Vielleicht hat der noch was dabei. Das wäre schön. Wenn ich ihn auswählen könnte. Ja, er hat nur Gläser dabei. Wow. Hast du mich geschlagen? Ey. Was brennt dir der Helm? Klamotten. Oh, da ist so ein... böses Ding, was sich Benzinkanister nennt. Die sollte ich hier ganz schnell wegholen. Komme ich hier irgendwo rein? Da ist nur Schrotflintenmunition drin. Hier komme ich rein. Oh, da waren eben Stacheln. Bin ich gerade noch so drüber gesprungen. Das Ding nehme ich noch mit. Das. Hi. Guck, wie viele Benzinkanister hier sind. Ich drehe durch. Ah, okay,
Okay, das ist Schutz. Ich will das Ding. Ich kann einfach hier hin. Komm schon. Da ist nichts drin. Hier drin? Nichts drin. Oh Gott, zu viele Zombies. Oh, der rennt auch noch. Aber hier rennst du nicht mehr. Da ist was drin. Chicken Ration. Sehr schön. Shotgun Shells. Nehmen. Oh Gott, wie die Nase schon wieder dran ist. Bleib stehen, bleib stehen. Magazin gewechselt. Like a Pro. Na, Fatface. Okay, den haben wir. Ihr habt nicht Essen dabei, ne? Ihr habt ja nicht. Hier ist ein Bird Nest, da sind nur Federn drin. Da ist einmal Wasser drin, das reicht mir aber auch nicht wirklich. Ich brauche mehr zu essen. Scrap Metal nehme ich auch gerne mit. Keine Frage. Den nehme ich auch gerne mit. Den nehme ich mit. Das nehme ich mit. Eigentlich könnte ich auch die Stacheln mitnehmen. Zumindest die funktionierenden noch. Was ist hier denn eigentlich? Noch ein Sportbeutel. Hier nochmal kurz. Da ist nichts Wichtiges. Oh, hier könnte ganz viel drin sein. Ja, sehr schön. Das sind alles solche Dinger, wo was spawnen kann. Und den nehmen wir mit. Sehr schön. Katzenfutter, Hundefutter, ist mir egal. Ich nehme alles. Was zu trinken. Noch mehr Essen. Sehr schön. Oh oh. Die sind nicht meine Freunde. Magazin. 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 Und laufen! Jetzt kommt er. Jetzt kommt er. Oh, fuck. Hier draußen kann er nicht mehr laufen, zum Glück. Naja, hier den Scheiß brauche ich nicht. Das nehmen wir noch mit. Sehr gerne sogar. Komm schon, gib mir einfach dein Scrap Metal, bitte. Ja, auch die leeren Glasflaschen nehme ich noch mit. Kann ich schaden. Die beiden Stacheln nehme ich noch mit. Kann man vielleicht gut für meine Höhle benutzen. Und das ist ja alles hier Schrott, ne? Wenn man ehrlich ist, ist das alles hier Schrott. Oh, fuck. Gott. Zombie. Bam! Ach ja? Komm her. So. Was ich machen wollte, ist das hier. Um schön hier Scrap Metal einzusammeln. Das kriegt man nämlich wunderschön hier raus. Ah, es ist schon 18 Uhr. Oh fuck, wir müssen zurück. Kommen wir da lang? Cortland. Nach Westen, ne? Einfach der Cortland nach Westen folgen. 18 Uhr, fuck. Ich nehme mal schon mal die Maschinenpistole in die Hand. Man weiß ja nie. Und laufe einfach. Laufe. Im Prinzip laufe ich um mein Leben gerade. Wenn ich ehrlich bin, ja. Ich habe jetzt genug Essen erstmal für eine ganze Weile. Wir können uns ja relativ lange aufhalten. Laufe ich in die falsche Richtung? Nein. Was ist denn das hier ganz... Warum sind mir die ganzen Wohnungen nicht aufgefallen? Ja, egal. Weiterlaufen. Oh Gott. Was ist das da drüben? Okay. Trinken. Trinken, 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 trinken. Ich habe keine Zeit, ich muss laufen. Da muss ich hin. Okay, ich laufe einfach weiter, ich laufe einfach weiter. Ich glaube, da drüben der Berg, der ist es. Der muss es sein. Ich habe natürlich nicht gemerkt, welche Seite ich reinkomme. Scheiße. Die nehmen wir nochmal mit. Und die hier. Und rauf hier. Einfach erstmal gucken, wo war mein Eingang.
So, schnell gucken, schnell gucken. Da war er. Sehr schön. Vielleicht soll ich den zubauen. Das wäre, glaube ich, eine Idee. Damit hin. Stone, Stone, Stone. Sehr schön. Und bauen hier einfach mal. Das reicht, glaube ich, erstmal. So, wir gehen weiter nach unten. In unsere Superversteck und unsere Batcave, wie auch immer. Und hier geht's weiter. Okay. Erstmal was essen, ansonsten werde ich gleich sterben. Und zwar schön Fleisch. Sehr geil. Und weiter geht's. Also hier bauen wir uns das einfach da weiter runter, würde ich behaupten. Ja, das klingt, glaube ich, ganz gut. Bauen wir uns hier schön direkt so hier neben dem Eingang. Geht das weiter runter. Ich habe ja genug jetzt von allem, müsste ich eigentlich haben. Nicht so viel zu trinken habe ich. Ist hier irgendwo in der Nähe ein See? Ja, hier ist zumindest ein Fluss. Da kann ich ja meine Wasserflaschen auffüllen. Und ich glaube, ich gehe hier nicht gar nicht so weit runter. Vielleicht noch zu zwei Etagen und dann kann ich mir schön hier schon einen Raum bauen. Das baue ich mal eben hier ab, damit ich hier eine Fackel reinbauen kann. Fackeln haben wir noch welche über. So, das weg. Und wir bauen noch ein bisschen weiter runter. Nicht viel. So viel geben wir der Pickaxe sowieso nicht mehr. Ja, das war eigentlich dumm gerade, was ich gemacht habe. Egal. Oh, das Eisen. So, den Raum bauen wir jetzt ein bisschen weiter aus. Hier kommt so unsere Lagerhöhle, wie auch immer. Wohnraum, alles zusammen. Ich glaube, so machen wir es. Finde es immer schade, dass dieses Abbauen immer so einen sehr großen Teil einnimmt. Ich würde es gerne kürzer halten, aber ich habe keinen Bohrer. Ich will das Eisen haben. Ja. Da kann ich gegenhauen, wie ich will. Da passiert gar nicht viel. Aber wir können uns ganz schnell nochmal eine, nicht Shovel, Pickaxe bauen. Haben wir jetzt schon da fertig. Sehr schön. Und sehr schön. Der Block gehört mir. Können jetzt hier einfach. Ne, den Iron Ore werde ich hier schön in die Mitte packen. Schön die Ingots rausholen. Stone einmal hier hinpacken. Einmal einen Stone da hinsetzen. Alles sehr schön. Und hier können wir es weitermachen mit unserem Raum. Wir befinden uns deutlich unterm Erdboden. Na, deutlich ist übertrieben, aber schon doch ein paar Meter. Da ist noch mehr Eisen. Das ist sehr schön. Das erfreut mich doch. Zutiefst erfreut mich dies. Okay. Also hier muss der Raum wird auf jeden Fall mindestens 3x3 groß. Eher 4x3, 5x3, irgendwie sowas. Also mit 3 meine ich 3 hoch. Und dann muss ich wissen, wie lang er wird und wie breit er vor allem wird. Man kann ja erstmal hier. Hauptsache, ich hacke hier ein bisschen ab. Ich weiß, dass man irgendwie auch Zement machen kann und also Stein ist nicht das Härteste. Und die Metal Trussings sind, glaube ich, das Härteste, was man bauen kann. So war es ja zumindest. Und es gibt aber auch was dazwischen. Können ja mal kurz gucken. Concrete zum Beispiel. Wie baut man Concrete? Das ist jetzt die große Quizfrage. Sandstone? Nein. Mit Steinen? Einfach mit Steinen vielleicht? Also Concrete ist ja, glaube ich, Zement, wenn ich mich nicht ganz irre. Da war auf jeden Fall
Cobblestones. Ja, das habe ich. Jetzt habe ich das Rezept raus, aber das will ich gar nicht. Ich will Concrete haben. Wie macht man Zement? Vielleicht sollte ich einfach die Sachen wegschmeißen. Wenn ich den jetzt wegschmeiße, ne? Okay, aus Stein baut man schon mal gar nicht. Wenn ich den Sand wegschmeiße, brauche ich dafür auch nicht. Das Weiß zeigt mir immer nur an Sachen. Brauche ich dafür Sandstone? Zweimal wegschmeißen? Auch nicht. Concrete lässt sich also noch aus irgendwas anderem herbauen. Sand, Sandstone, Burnt Wood. Wie soll das denn gehen? Komisch. Concrete ist einfach so ein Block. Aber woraus? Voraus, meine lieben Freunde. Ich weiß es nicht. Also es gibt auf jeden Fall, gibt es so Betonblöcke, dann gibt es Betonblöcke mit Eisen drin. Und ich glaube aber trotzdem, dass die Metal Trussings alleine das härteste Material sind, was am meisten Schläge aushält. Und auch am besten zum Bauen geeignet ist. Ich denke mal, da werde ich demnächst mal in diesen Creative Mode gehen. Den gibt es ja auch. Und der Creative Mode erlaubt dann halt dann einem unendlich viele Sachen zu bauen. Dann können wir ganz schnell eben ein bisschen zeigen, wie sich was am besten bauen lässt, welche Materialien am längsten halten, sowohl Schläge aushalten als auch zu bauen am besten geeignet sind. Dass da oben schon wieder Sandstone ist, gefällt mir eigentlich gar nicht, wenn ich gerade ehrlich bin. Aber manchmal bin ich auch ehrlich, ja. Potassiumnitrat, sehr schön. Brauchen wir eigentlich nicht. Ich möchte hier unten irgendwas zu trinken haben. Genau. Und meinen Schluck genommen. Und weiter geht's. Hier, Melite Ore. Das ist mir das härteste. Das ist, glaube ich, sogar noch härter als Metal Trussings. Bin mir nicht ganz sicher. Aber wenn die dagegen hauen, das dauert ewig, bis das kaputt geht. So, jetzt haben wir ja, ne? Einen 3. 1, 2, 3, 4. Mal 3. Mal 3 Raum. 4 mal 3 mal 3. Gefällt mir noch nicht so. Das reißt mir noch weiter ein. Okay, ich brauche nur zwei Schläge, wenn ich voll geheilt bin, quasi. Fliegen wir mit den ganzen Stones hin. Die will ich alle behalten, weil Stones. Da kann man so schöne Sachen mit draus machen. Da kann man Cobblestones draus so machen. Da kann man Steintreppen draus machen, die ich übrigens sehr, sehr mag. Und, ich glaube, das war's. Newt Walker died. Ja, wenn man immer nackt rumläuft, dann ist es auch kein Wunder. Da kommt schon wieder Sandstone. Zwar nicht zu knapp. Muss irgendwo Kohle hingeflogen sein. Ich weiß zwar nicht wo. Ist ja auch erstmal egal. Da ist die Kohle. Sehr schön. Noch mehr Steine. Und wir bauen den hier nochmal ab. So, und der große Block hier braucht länger. Das Schöne ist, die Lead Ores kann man auch immer genau wieder so hinbauen, wie man sie am Anfang abgebaut hat. Die ergeben dann genau wieder diese dicken Klötze und sind unglaublich schwer für Zombies zu durchdringen. Also, wenn man eine Tür quasi haben will, die man nicht wieder aufkriegt, dann nimmt man auf jeden Fall ein Lead Ore. So, sehr schön. Hier habe ich einen Glitch. Mr. Glitch. Finde ich auf jeden Fall interessant. Ich weiß nicht, ob ihr das auch seht. Ich hoffe doch. Geil. Wir werden auf jeden Fall noch eine zweite Storage Chest bauen hier unten. Oh, vielleicht können wir auch zwei bauen. Das ist ganz gut eigentlich. Die bauen wir hier unten mal hin. Die können wir wegmachen, weil ansonsten habe ich hier gleich keinen Platz mehr. Sehr schön. Sehr schön. Beide so hingebaut, wie ich sie auch haben wollte. Und jetzt bauen wir hier. Das ist unser Materialordner, ja. Stones. Das werden wir dann noch umbauen. Da haben wir hier Sandstone. Sand. Kann ich leider nie nicht drauf bauen. Schade.
Ah ne, Sand und Sandstone geht auch nicht zusammen. Das ist auch Quatsch. Burnt Wood haben wir hier noch. Sehr schön. Und die bleiben hier, die bleiben hier. Lump of Coal nehmen wir noch da mit rein. Potassiumnitrat nehmen wir da noch mit rein. Eigentlich ist das Quatsch. Muss ich noch den Lump of Coal hier machen. Genau. Lump of Coal dazu. Und die Lead Ores kommen da mit rein. Sehr schön. Haben wir zumindest einmal den Materialordner. Dann kommen hier die nützlichen Sachen rein. Zum Beispiel Oil Barrels. Eigentlich kann ich die ganzen Oil Barrels umwandeln in Gascans. Ich glaube, man kann mit denen sowieso nichts machen. Die bleiben zumindest hier. Ich brauche gleich noch sowas mit Essen und sowas. Ja, da brauche ich noch eine dritte. Bauen wir noch eine dritte eben. Storage Chest. Sehr schön. Und bauen das hier auch nochmal hin. Sehr schön. Hier kommt das Essen rein. Can of Pasta. Chicken. Thunfisch. Ich hasse Thunfisch. Wirklich, ich hasse Thunfisch. Das geht gar nicht. Ich hab doch echt was gegen. Okay. So. Ja, falsch. Ich drücke mal die falsche Taste. Nützliches Zeug. Scrap Metal. Nee, das muss ich behalten. Aber Kleidung und Sticks. Nee, Kleidung und Sticks bleiben noch hier. Die können da rein. Die Federn können da rein. Ja, meine ganzen Waffen sind natürlich jetzt oben irgendwie. Da passt auch nicht mehr die Hunting Rifle rein. Small Rocks können hier rein. Ich weiß nicht, wie das mit den Pflanzen ist, ob man aus der Pflanze was machen kann. Paper kann da rein und Short Metal Pipes. Da haben wir den ganzen Dreck schon mal weg und haben hier schön viel Zeug. So, ich guck mal kurz, ob man aus der Aloe Vera Pflanze was machen kann. Zumindest nicht aus dreien. Kann man die essen? Die kann man pflanzen. Man kann sie anscheinend nicht essen. Ein Sleeping Bag würde ich gerne basteln. Der geht ja einfach so, oder? Ja, ein Sleeping Bag kann man auch als Teleport benutzen. Eigentlich ganz gut zu wissen. Baue ich mir erstmal jetzt hier hin. Und dann sieht man auf der Karte auch so ein Zeichen. Und ich glaube, man kann sich einfach umbringen lassen oder irgendwie sterben und dann kann man auswählen, wo man landet, wenn man da hier alles hinpackt. Ich weiß nicht. Irgendwie gibt es da so einen Trick, dass man sich das als Teleport missbrauchen kann. Aber ich sehe schon gerade, wir haben es 2 Uhr nachts und deswegen würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch. Darüber freue ich mich mal ganz doll. Gebt mir auf jeden Fall auch Kommentare, was ich machen soll, wie ich was machen soll. Und ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.